Genau, ich begrüße zu unserer Open Lecture am Learning Lab der Uni Duisburg-Essen und wir wollten den ersten Teil dieser Veranstaltung aufzeichnen, aber Sie haben die Möglichkeit, sich zu beteiligen, etwa auch über den Gruppenchat, das Fenster, was Sie öffnen können durch das Klicken unten. Das Chatfenster öffnet sich und Josef Buchner wird auch ein bisschen in den Chat reinschauen und dort vielleicht Fragen gegebenenfalls auch nochmal aufsammeln. Ja, ich begrüße hier in dieser Runde Andreas Niessen, der ist Schulleiter an der Helios-Schule in Köln, eine Gesamtschule der Stadt Köln nach dem Konzept der inklusiven Universitätsschule nach Kersten Reich, also ja eine ganz neue, spannende Aktivität hier in Nordrhein-Westfalen. Und er wird uns berichten über die aktuellen Diskussionen, er wird uns eine Möglichkeit geben, Einblick zu nehmen, wie funktioniert das momentan in der Schule? Denn wir ahnen alle, ja, das ist schon eine große Herausforderung für die Schulen. Und ich habe den Eindruck, die Helios-Schule ist da vergleichsweise gut aufgestellt. Und insofern ist es natürlich spannend für uns zu erfahren, was funktioniert da, was sind die Herausforderungen, wie ist die Einschätzung. Und Richard Heinen ist Geschäftsführer am Learning Lab, an der Learning Lab GmbH und ist in ganz vielen verschiedenen Projekten unterwegs im Schulsektor, hat also ein bisschen so einen Überblick auch über verschiedene Aktivitäten und insofern ist das, glaube ich, heute eine sehr schöne Runde, wo wir einmal schauen können, was passiert in den Bildungsbereichen. Das Ziel unserer Open Lecture Serie besteht ja darin, so eine Art Blitzlicht zu bekommen, über die verschiedenen Bildungssektoren zu schauen. Wie funktioniert das momentan? Was sind da für Anliegen? Wie könnte es weitergehen? Das ist für uns an den Hochschulen wichtig, auch ein bisschen einen Einblick zu bekommen in die aktuellen Dinge. Sie müssen sich das vorstellen, am Learning Lab sind wir normalerweise sonst ständig unterwegs mit Partnern im Feld, kriegen wir immer einen unmittelbaren Eindruck von den aktuellen Entwicklungen. Nun passiert eben halt tatsächlich ja auch vieles online und so ist es auch wichtig, über so ein Format hier den Kontakt zu halten und auch wirklich eben halt den Blick, die aktuellen Entwicklungen in den Blick zu nehmen. Ich würde sagen, es geht um so ein Blitzlicht, um einen so einen kurzen Einblick, was läuft, wie funktioniert das. Also herzlich willkommen auch Sie zu Hause, im Homeoffice oder wo immer Sie dabei sind, zu unserer kleinen Runde hier. Andreas Niessen, wie sieht es bei dir privat aus? Bist du eigentlich in der Schule oder bist du die ganze Zeit zu Hause? Wie arbeitet dein Schulleiter heute? Ich bin tatsächlich aus, ich sag mal, sozialen Gründen überwiegend in der Schule. Der Alltag hat sich tatsächlich aber verändert. Ich muss nicht ganz so früh aufstehen. Das ist tatsächlich vorteilhaft, weil ich normalerweise um 6 Uhr aufstehe, um dann auch so um 7:30, 7:45 in der Schule zu sein. Das ist im Moment nicht notwendig. Das heißt, der Tag kann ein bisschen entschleunigter anfangen. Dafür nimmt dann die Kommunikationsarbeit im Laufe des Vormittags relativ rasant an Tempo zu. Und bei mir ist es oft so, dass sie dann bis spät in die Nacht andauert. Und je später ich morgens aufstehen kann, desto länger sitze ich dann abends auch am Schreibtisch. Und das ist tatsächlich im Moment, ich mache das sehr gerne, aber es ist auch eine Wahnsinnsherausforderung, die Kommunikationsanforderungen irgendwie zu bewältigen. Und die passieren natürlich jetzt im Moment, so wie wir das jetzt gerade machen, überwiegend online, wenig in der persönlichen Begegnung. Heute Morgen sind eine ganze Reihe von Kollegen, Schulsozialarbeiterinnen und der Schulhund hier in die Schule gekommen und plötzlich hatten wir wieder sowas ein bisschen wie analoge soziale Begegnung. Deswegen war ich fast ein bisschen traurig, jetzt hier in unsere Sitzung gehen zu müssen, weil wir jetzt wieder digital sind. Aber das beschreibt vielleicht so ein bisschen den Alltag. Vielleicht ein Satz noch dazu. Viele Lehrkräfte, aber auch Schulleiter sind ja eigentlich gewohnt, an mehreren Arbeitsplätzen zu arbeiten, also in der Schule, aber eben auch im Homeoffice. Das ist ja ein bisschen kennzeichnend auch für unseren Beruf. Insofern ist die Praxis oder die Routine von Homeoffice jetzt auch nicht so völlig neu für mich. Meine Frau arbeitet an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln und die sitzt jetzt zu Hause und macht ihre Seminare halt seit letzter Woche komplett online. Also die geht gar nicht mehr in die Hochschule, sondern macht das jetzt alles von zu Hause. Vielleicht noch einen Satz und dann sind wir fast dann schon auch beim Schulthema. Unsere Kinder sind schon so, dass sie aus dem Haus sind, so 20 und 22. Das heißt, wir haben nicht gleichzeitig zu Hause noch Kinderbetreuung oder Homeschooling. Und ich höre von vielen Eltern, auch von Kollegen, die Kinder haben,
dass das eine mega Herausforderung ist. Also die eigene Arbeit zu Hause zu erledigen und dann mit den Kindern zu Hause zu leben, 24/7, das ist schon echt, reden wir vielleicht später auch noch drüber. Ja. Ja, danke. Richard Hein, wie ist es bei dir? Bist du den ganzen Tag zu Hause? Wie kann man sich das vorstellen? Ich sitze auch den ganzen Tag hier im Büro überwiegend, das ist richtig. Ich bin tatsächlich diese Woche zum ersten Mal seit Wochen auf der anderen Rheinseite überhaupt gewesen. Also das Leben, ja, ganz ordentlich mit Maske in der KVB und so. Das Leben reduziert sich da auf einen sehr überschaubaren Radius. So. Auf der anderen Seite sind wir aber natürlich eben in den Projekten, die wir gerade machen, immer noch mit Schulen, aber vor allen Dingen auch mit Schulträgern unterwegs. Und wie Andreas das beschrieben hat, manchmal komme ich dann abends aus dem Büro und war in Gütersloh, in Köln, in Bonn, in München und in Hamburg. So, ne? Also das ist schon spannend und man merkt auch, wie sich das verändert, dass viele Leute, die früher gesagt haben, nee, wir müssen uns wirklich vor Ort treffen, auf einmal auch in diesen Videokonferenzen ganz gut arbeiten können und sagen, hey, da kann man ja Zeit und auch Reisekosten sparen. Auf der anderen Seite, wenn man dann so einen Ritt durch die Bundesrepublik an einem Tag gemacht hat, das ist auch anstrengend, weil man natürlich viel, viel häufiger in neue Kontexte reinspringt. Und wo Andreas das schon erzählt hat, ich habe hier auch noch eine Schülerin sitzen, meine Tochter, die gerade Abitur macht. Und kommen wir gleich bestimmt noch vertieft drauf. Da ist von Osterferien eigentlich nichts passiert. Es gab eine Lehrerin, die mal eine Mail geschrieben hat. Und jetzt merkt man, wie so einzelne Lehrer versuchen, auch Videochat-Angebote zu machen, aber eben also jeder in einem anderen System. Also jeder sucht sich da was. Also da ist keine Gesamtstrategie der Schule zu erkennen. Und sie ist jetzt halt Abiturjahrgang und hat eben wieder Unterricht, diesen freiwilligen Unterricht, jeden Tag nur ein Fach mit einem halben Kurs. Und das können die Lehrer denn da wieder, sagt sie, das ist fast die intensivste Abi-Vorbereitung, die man sich so vorstellen kann. Mhm. Wenn wir uns die Helios-Schule mal anschauen, ich meine, wie würdet ihr das einschätzen? Ist die Helios-Schule besonders gut vorbereitet gewesen durch die gesamten planerischen, strategischen Überlegungen? Oder würdet ihr sagen, ihr seid eine typische Schule in Nordrhein-Westfalen, eine Gesamtschule? Wie seid ihr da reingekommen? Wie war der Startpunkt für euch? Das ist ja irgendwie spannend, jetzt zu überlegen, ist das, was wir an konzeptioneller Arbeit jetzt in den letzten Jahren gemacht haben, war das alles eine gezielte Vorbereitung für die Corona-Situation? Also das sozusagen so zurückverfolgen. Aber nein, wir sind in zweifacher Hinsicht in einer besonderen Situation. Zum einen sind wir eine Schule im Aufbau. Wir sind noch ein kleines System, fünfter und sechster Jahrgang. Insofern sehr agil, kann man sagen, und haben insofern was die Organisation der Kommunikation, die ja besonders wichtig ist in diesen Zeiten, haben wir es mit Sicherheit einfacher als große Systeme, die voll ausgebaut sind und 5-, 6-, 7-, 8-zügige Gesamtschulen, bis die den Kommunikationsapparat angeworfen oder umgestellt haben. Das dauert natürlich viel länger, als es bei uns der Fall ist. Und das Zweite und das vielleicht Entscheidendere ist, dass wir schon nach einem besonderen Konzept arbeiten. Du hast es eben genannt, Kersten Reich als sozusagen der Vordenker für die inklusive Universitätsschule hier der Stadt Köln. Und es gibt, man kann es vielleicht so auf 4 Faktoren oder 4 Säulen fokussieren. Wenn ich jetzt so zurückgucke, es gibt 4 Faktoren, die vielleicht besonders maßgeblich sind für die Situation, die wir jetzt gerade haben. Das eine ist tatsächlich unsere pädagogische Grundhaltung, die sehr dezidiert auf Beziehung und Kontakt zunächst mal fokussiert. Also die Überzeugung ist, Lernen und Bildung kann sich erst dann vollziehen, wenn es in einem funktionierenden Beziehungsgefüge und in einem funktionierenden, positiven, emotionalen Umfeld sich vollzieht. Und als inklusive Schule, Gesamtschule, haben wir natürlich eine ganz wahnsinnige Palette von unterschiedlichen Kindern aus unterschiedlichen Milieus, Herkünften, Sprachen, Religionen, auch natürlich mit ganz unterschiedlichen kognitiven Leistungsvermögen. Und da die Schule so zu entwickeln, dass wir in engen und gut funktionierenden Beziehungen sind, das ist eigentlich so der eine Faktor. Wir können ja gleich nachher noch darüber sprechen, wie sich das sozusagen jetzt manifestiert oder wie wir auch versuchen,
auch mit Hilfe der digitalen Medien diese Beziehungen jetzt aufrechtzuerhalten. Das war eigentlich auch so der erste Impuls, den wir hatten, als die Corona-Schließung begann. Wie können wir mit den Kindern, auch den Familien, in Beziehung bleiben? Das Zweite ist, dass wir nicht in traditionellen Fächern arbeiten. Die liegen natürlich als Folie dem Kernlehrplan entsprechend oder dem Schulgesetz entsprechend hinter dem Konzept. Aber wir haben die sozusagen, kulminiert zu insgesamt 4 Lernformaten, was den Stundenplan und auch die Rhythmisierung des Alltags für die Schülerinnen und Schüler und auch für die Erwachsenen viel übersichtlicher und viel einfacher macht. Der dritte Faktor ist tatsächlich, dass wir auch, Richard, ja auch mit deiner Unterstützung, dass wir sehr früh im Aufbau der Schule gesagt haben, wenn wir eine Schule in diesen Zeiten neu aufbauen, dann muss die auch mit digitalen Ressourcen gut ausgestattet sein. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Hardware, die ist tatsächlich für uns optimal, weil wir für die Kinder im 5er, 6er Jahrgang eine 1:1 Ausstattung mit iPads haben über die Stadt Köln. Aber das ist ja nur das eine. Das zweite ist dann, dass wir eine funktionierende und absolut leistungsfähige Lernplattform haben mit der Google Suite for Education. Und drittens, dass wir auch in den letzten beiden oder in den letzten anderthalb Jahren mit den Kindern auch intensiv schon so gearbeitet haben, dass sie diese Hardware und auch die verschiedenen Apps und Lernplattformen, dass sie die eben auch gut nutzen können. Das heißt, wir mussten den Kindern jetzt gar nicht so viel Neues beibringen für neue Tools, sondern die kannten die eigentlich im Prinzip alle schon. Der vierte Faktor das ist für die aus Sicht der Kolleginnen und Kollegen eine ganz entscheidende Sache. Der vierte Faktor ist, dass wir konsequent als Teamschule arbeiten. Das heißt, alles, was von uns als Bildungsangebot formuliert wird und an die Kinder und an die Familien geht, ist immer im Team abgesprochen und auch vom Team verantwortet. Es gibt ein Lernformat, da ist das ein bisschen anders. Das ist bei uns das Werkstattformat. Aber alle anderen didaktischen und pädagogischen Aktivitäten sind im Team abgesprochen, sodass es jetzt nicht dazu gekommen ist, dass die Kinder, je nachdem, bei welcher Lehrkraft sie unterrichtet werden, eine Fülle von unkontrollierten PDFs nach Hause bekommen haben, die sie dann haben ausdrucken müssen, sondern das ist halt immer abgesprochen gewesen. Und das melden uns die Familien zurück, dass das für sie eine wahnsinnige Erleichterung in dieser aktuellen Situation ist, dass Kommunikation gebündelt ist und dass das, was die Schule tut, abgesprochen und verlässlich ist. Und es ist egal, ob mein Lehrbegleiter der Herr Schmitz oder die Frau Müller ist. Also 4 Faktoren. Wir haben eine besondere pädagogische Haltung. Wir haben ein besonderes pädagogisches, didaktisches Konzept. Wir haben eine sehr gute digitale Ausstattung und wir entwickeln uns als Teamschule. Mhm. Mir scheint auch besonders wichtig, dass ihr tatsächlich eben halt als gesamte Organisation euch diesem Thema gestellt habt. Also das, glaube ich, ist eben halt schon also eine sehr, sehr bemerkenswerte Konstellation, dass jetzt nicht die einzelne Lehrkraft das Gefühl hat, ich muss das jetzt bewältigen, ich muss jetzt die digitale Lösung für die Schülerinnen kreieren, sondern das ist eingebunden eigentlich in ein Gesamtkonzept, in dem Fall auch einschließlich der technologischen Basis, die ihr aufgebaut habt. Ne? Da muss man natürlich zu sagen, dass auch wir Lehrkräfte oder die Lehrkräfte da sehr unterschiedlich unterwegs sind, was ihre Kompetenzen oder ihre Vorbildung angeht. Das heißt, wir sind da auch gemeinsam in einem Lernprozess, der auch individuell und heterogen ist, so wie das bei den Kindern auch ist. Das bringen die Kinder auch mit. Und zum Teil bringen uns die Kinder ja auch jetzt schon Sachen bei, die besser können als der eine oder andere von uns. Aber wenn wir das im Team gut organisieren, gibt es halt die Expertinnen und Experten, die sagen, okay, ich kann dir das beibringen, ich weiß, wie es geht und es ist da keiner auf sich alleine gestellt und es gibt auch nicht so den Wettbewerb, wer hat jetzt die coolste private Lernform, sondern wir haben halt eine schulische Lernplattform. Wie muss man sich denn diese Teamarbeit jetzt praktisch vorstellen? Also früher stelle ich mir das so vor, dass man so in den Pausen so auf die Blätter des Nachbarns mal schaut und mal schaut, was liegt denn da so rum und dann kommt man beim Kaffee ins Gespräch und ich meine, das fehlt doch jetzt völlig, oder? Ja, das fehlt aber ja auch an vielen Schulen ohnehin, so dass es keine, verlässlichen oder klaren Teamstrukturen gibt. Ja, ja.
bei uns im Grunde zwei Ebenen, die dafür maßgeblich sind. Zum einen haben wir die Schule so organisiert, dass immer 75 Kinder bilden sozusagen ein Großteam, eine sogenannte Lernlandschaft. Klammer auf, das hat auch damit zu tun, dass wir in 4 Jahren in ein Gebäude ziehen, wo es keine Klassenräume mehr gibt, sondern nur noch große Lernlandschaften, Klammer zu. Und diese Lernlandschaften bestehen jeweils aus 3 Stammgruppen, aus 3 jahrgangsgemischten Stammgruppen, die immer unter dem Aspekt der Heterogenität zusammengestellt sind. Und die werden von einem multiprofessionellen Team von 5 bis 6 Lehrkräften plus Ergänzungskräfte plus Inklusionsbegleitungen, Praxissemesterstudierenden begleitet. Das heißt, wir haben im Prinzip mehrere kleine Schulen in der großen Schule. Das sind die fachübergreifenden Teams und die treffen sich einmal in der Woche auch zu einer verlässlichen, im Stundenplan freigeblockten Teamzeit. Und dann gibt es weitere Zeitfenster, die eigentlich gar nicht ausreichen für die fachbezogenen Teams, also das Englischteam oder das Team Projektzeit, die sich dann zu bestimmten festgelegten Zeiten treffen können. Und die wesentliche Voraussetzung, und das ist sozusagen die zweite Dimension, ist, dass wir ein Arbeitszeit- oder genauer gesagt ein Präsenzzeitmodell erproben. Anders als an anderen Schulen, wo ich als Lehrkraft 25,5 Lehrerwochenstunden, also die Währung sind ja 45 Minuten Einheiten, das machen wir anders. Wir rechnen das in Zeitstunden und wir sagen, Lehrkräfte sind Beamte, haben 41 Wochenstunden Arbeitszeit und 37 Stunden davon verbringen unsere Lehrkräfte vor Ort in der Schule. Das heißt, wir haben eine festgelegte Präsenzzeit. Die restlichen 4 Stunden sind dann die sogenannte Vertrauensarbeitszeit, die dann außerhalb der Schule verbracht wird. Und dadurch können wir sicherstellen, dass die Kollegen hier vor Ort sind und dass die offiziellen Teamzeiten stattfinden können. Und natürlich auch das, was du gesagt hast, die Tür- und Angelgespräche, der Flurfunk, also das Informelle, was ja auch wichtig ist. Und das ist tatsächlich jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen weniger geworden, weil wir uns immer für alles natürlich verabreden müssen und man trifft sich in Zoom oder in Google Meet nicht zufällig, sondern das ist dann immer beabsichtigt. Aber das machen die Teams im Grunde, dass sie sich jetzt diese Struktur schaffen, um diese Teamarbeit zu koordinieren. Ja, genau. Also das heißt, teilweise behalten wir einfach auch die Strukturen, die wir vorher hatten. Das heißt, das Team C trifft sich wie vorher auch im analogen Raum freitags um 10 Uhr, aber dann eben bei Google Meet, dass wir nicht komplett unsere eigenen Terminpläne auch umwerfen müssen. Wobei das für viele Kolleginnen und Kollegen auch insofern nur eingeschränkt möglich ist, als sie eben zu Hause selber noch Betreuungsaufgaben haben und anders verfügbar sind als in der Nicht-Corona-Zeit. Improvisieren, das tun aber ja alle Unternehmen und Betriebe müssen das ja auch. Ja. Richard Hein wurde eben schon erwähnt, du hast das auch, die digitale Landschaft in der Helios-Schule auch mitentwickelt, mitgestaltet, beraten. Was würdest du sagen, was ist das Besondere, was die Helios-Schule hier an einem digitalen Konzept entwickelt hat? Wie kann man das charakterisieren? Es ist, was Andreas eben gesagt hat, natürlich schon sehr, sehr hilfreich, dass wir eine sehr gute technische Ausstattung haben. Aber eigentlich muss man auch sagen, wenn man jetzt so in der öffentlichen Diskussion, wir gucken wieder auf den Digitalpakt und da wird gesagt, wir müssen jetzt Geld für Endgeräte für die Kinder haben. Ja, und wir müssen auch ganz viel mehr Geld reingeben. Aber ich würde mal sagen, in der Gesamtkonzeption macht dieser ganze technische Teil eigentlich maximal 15% aus. Das ist eine notwendige Voraussetzung, aber das reicht überhaupt nicht aus. Ich habe jetzt auch in anderen Kontexten Schulen, die auch, wo man sagt, eigentlich eine gute technische Ausstattung haben, die vielleicht mit Notebook-Klassen arbeiten, wo auch eine 1:1 Ausstattung da ist, wo aber wie in eher analog arbeitenden Schulen die Lehrer wirklich vor der Herausforderung standen und sagten, wie kann ich jetzt meinen Unterricht machen? Und eben zu sagen, ich habe tatsächlich ein Konzept, wo die Schüler jetzt an der Helios-Schule schon sehr frei arbeiten können im Vergleich zu einem Gymnasium, das heute versucht, über Videochat einen 45-Minuten-Takt Fachunterricht abzubilden und damit natürlich irgendwie an Grenzen stößt. Oder auch was Andreas gesagt hat, die Beziehungsarbeit, die ganz wichtig ist. Andreas, du hast das noch nicht gesagt, es finden auch die ganz regulären Lern
Beratungsgespräche mit einzelnen Schülern an der Helios-Schule immer noch statt, diese Haltestellengespräche, wo auf der anderen Seite an vielen Schulen Lehrer auf einmal merken, oh, ich habe ja nicht eine Klasse, sondern ich habe 30 Schüler, ja, also und ich muss die auf einmal alle irgendwie einzeln abholen. Ich glaube, das, was die Helios-Schule da wirklich ausmacht, ist das Ineinandergreifen eines pädagogischen Konzepts mit einer guten technischen Basis und dass das eben alles gut eingeführt war, hat jetzt in der Corona-Zeit sehr geholfen. Also wenn man von außen drauf schaut, dann könnte man fast sagen, an vielen Stellen hat die Helios-Schule gesagt, ja, ist eigentlich wie immer, so ein bisschen. Ja, und es ist eben nicht ganz anders. Und ich habe irgendwann mal gesagt, wir reden öffentlich immer so von der Schulschließung. Und ja, aber eigentlich müssten wir reden von der Schulgebäudeschließung, so vom Gedanken her und sagen, okay, wie machen wir jetzt online die Schule weiter? Und es ist extrem hilfreich, wenn ich eben ein pädagogisch-didaktisches Konzept habe, das ich gut übertragen kann. Mhm. Gut, wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen nochmal weiterschauen, Richard, du bist ja da in ganz vielen Kontexten unterwegs, in den Projekten, in den Studien, in den Maßnahmen, die eben halt wie auch Städte, Schulträger voranzubringen versuchen. Du hast ja auch maßgeblich in diesen Schulnetzwerken mitgewirkt und sie aufgebaut, wo Schulen zusammenwirken in der Frage, wie können wir uns auf die digitale Zeit einstellen. Wie würdest du jetzt das über die Helios-Schule hinaus einschätzen? Wie können die einzelnen Lehrpersonen das bewältigen? Wie können Schulen als Organisationen das bewältigen? Sind sie eigentlich überwiegend hilflos als Organisation? Tun sie das auf die Einzelpersonen der Lehrkraft überstülpen? Wie würdest du da das im Weiteren einschätzen? Ja, das ist, ich glaube, wenn man auf die Landschaft insgesamt guckt, haben wir da gerade ein sehr, sehr heterogenes Bild, wo man einerseits schöne Beispiele findet, wie das, was wir jetzt gerade gehört haben, aber auch Dinge, die einen nicht so froh machen. Was man überwiegend schon wahrnimmt, finde ich, ist ein ganz großes Engagement und ein ganz großer Wille und ein ganz großes Verantwortungsbewusstsein bei vielen Lehrkräften, die sagen, ich muss irgendetwas für meine Schülerinnen und Schüler tun, die auch zunehmend merken, dass es den Kindern ganz ohne Schule zu Hause nicht unbedingt gut geht. So, also da auf einmal wirklich sehr viel Verantwortungsbewusstsein. Wir hatten so vor den Osterferien bei vielen Schulen, hatte ich den Eindruck, so eine Phase, wo man gedacht hat, wir verhalten uns mal so ein bisschen still und kriegen die 2-3 Wochen rum und nach den Osterferien ist alles wieder gut. Und das waren dann so Schulen, wenn man mit denen im Chat gesessen hat, wo man dann auf einmal so ein bisschen Panik in den Augen gesehen hat, so nach dem Motto, jetzt müssen wir uns wirklich vertieft Gedanken machen, wo man dann so eine zweite Phase gemerkt hat, da ist natürlich auch immer so das Gefährliche beim Digitalen, ne? Also ich sag mal, dieses Bild vom Verstärker. Ich kann, indem ich jetzt auf einmal in digitale Räume gehe, auch den Unterricht, den ich vorher gemacht habe, im Klassenraum verstärken. Und wenn das eben ein sehr lehrerzentrierter Unterricht war, in dem auch Lehrer sehr vereinzelt gearbeitet haben, dann lande ich da eben jetzt auch in Situationen, wo Schüler zu Hause vorm Rechner sitzen und im 45-Minuten-Takt kommen andere Lehrer rein. Da merken die, das funktioniert so eigentlich nicht. Oder wir hatten auch eine Phase, einige Schulen, die gesagt haben, das, was eben schon erwähnt worden ist, dieses, ich schicke jetzt PDFs mit Arbeitsblättern, dass das nicht funktioniert. Und dann sind die auf die Idee gekommen, auch durch andere Beispiele, die man gesehen hat, hey, wir können den Kindern ja mal eher Projektaufgaben geben. Und dann hat es dazu geführt, dass an einem Tag der Mathe, der Englisch, der Deutsche, der Biolehrer ein Projekt gegeben hat, was eben nicht im Team abgestimmt war. Also das heißt, all diese Mechanismen, die wir eben gehört haben, wenn die nicht greifen, dann ist es halt schwierig. Aber man merkt, finde ich schon, dass es zunehmend Schulen gibt, die versuchen, sich darauf einzustellen, die da auch neue Formate entwickeln, wo auf einmal auch Teamstrukturen anfangen zu entstehen. Und da kommt dann tatsächlich der Schulträger ins Spiel, wo man jetzt eben schauen muss und sagen muss, okay, wie können wir den Schulen auch eine verlässliche Grundlage
Arbeitsgrundlage geben und die nicht alle selber loslaufen lassen und irgendwelche Tools ausprobieren. Wir haben das Anfang der Corona-Phase erlebt, dass auf einmal viele Systeme, die von Bundesländern oder Schulträgern zur Verfügung gestellt werden, auf einmal in die Knie gegangen sind, weil sie etwas hatten, womit nicht zu rechnen war, nämlich User. Ja, also auf einmal wollten alle das nutzen und dann reichte die Hardware, die Serverkapazität nicht aus. Und Andreas hat es schon ein paar Mal gesagt, die Schule hier arbeitet mit der Google Suite, die sehr performant läuft, wo dann wieder sehr auf den Datenschutz geguckt wird, wo man sagen muss, das kann man ja alles abbilden. Also man kann es ja so darstellen, dass es sauber machbar ist, wenn man sich dann da auch klar wird, dass die größten Datenschutzprobleme nicht im System selber liegen, sondern in den Menschen, die davor sitzen und mit den Systemen arbeiten. Und da braucht es bei vielen Schulträgern noch so ein bisschen Bewegung, dass sie sagen, wir stellen den Schulen da jetzt wirklich was zur Verfügung, was auch so läuft, dass man gut arbeiten kann. Aber wir müssen diesen kleinen Exkurs machen. Lernplattformen. Lernplattformen sind in den Bundesländern ja auch unterschiedlich aufgestellt. Aber ich meine, ich glaube, es ist klar, es ist kein besonders ruhmreiches Thema für Deutschland im Ganzen. Ich finde es interessant, die Helios-Schule hat sich eben halt für die Google Suite entschieden. Andreas, kannst du kurz sagen, wie euer Entscheidungsprozess da gelaufen ist? War das eine schnelle, klare Entscheidung oder wie seit wann seid ihr auf dieses Tool gegangen? Es ist ja im Prinzip eine Kombination von unterschiedlichen Bausteinen. Also das Erste, womit wir in der Vorphase der Gründung konfrontiert oder vielleicht auch einfach, womit wir zu tun hatten, war, dass die Stadt Köln gesagt hat, wir statten euch mit 1:1 iPads aus und die Administration dieser iPads, die läuft fokussiert über die Stadt Köln beziehungsweise den Partner der Stadt Köln, NetCologne. Das war das Erste. Und dann haben wir, als das klar war, haben wir gesagt, wenn die iPads da sind, dann können wir die auch nicht einfach in den Schrank legen und dann einmal im Jahr wird ein Projekt gemacht und dann werden die an die Schüler ausgegeben, sondern dann versuchen wir auch unsere Lernformate und unsere gesamten Lernangebote so zu entwickeln, dass die iPads ein Alltagsinstrument sind. Und dann entstand als nächstes die Frage, ja, dafür brauchen wir aber, wenn wir ein funktionierendes WLAN in der Schule haben, und das ist der Fall in nahezu allen Räumen, dann brauchen wir eine Plattform, auf der die einerseits die Lehrkräfte und die Professionellen gut arbeiten können, die Planungen machen können, die Schulentwicklung betreiben können und zum anderen eine Plattform, mit der die Schülerinnen und Schüler digital arbeiten können. Und eine wirklich verlässliche und gut funktionierende, wie heißt es, glaube ich, im Fachjargon performante, du hast es gerade gesagt, Richard, Plattform gab es zu dem Zeitpunkt von der öffentlichen Hand nicht, oder gibt es ja eigentlich im Moment immer noch nicht so, dass sie wirklich barrierefrei oder niederschwellig zugänglich ist. Wir haben anfangs mit der U-Cloud gearbeitet, haben dann aber auch sehr schnell festgestellt, wo da die Begrenzungen sind und haben vor allem zunächst auf der Ebene der Erwachsenen nach einem Tool gesucht, wo wir wirklich auch kollaborativ arbeiten können. Das heißt, hier kommt jetzt wieder das Moment der Teamarbeit oder der Teamentwicklung ins Spiel. Und es gibt sicherlich auch andere Plattformen. Wahrscheinlich geht das bei MS Team genauso. Aber das ist für uns im Moment eine ganz entscheidende Arbeitserleichterung, egal wo wir sind und mit welchem Team wir zusammenkommen. Wir können die verschiedenen Elemente vom Kalender über die Anwendungsprogramme bis hin zu Chats oder Rückmeldeprogrammen können wir so nutzen, dass sich das alles immer zeitnah oder simultan synchronisiert. Das ist eine wahnsinnige Arbeitserleichterung und dann eben die Lernplattform, wobei wir auch sagen müssen, viele Dimensionen, die Google Suite for Education bietet, nutzen wir noch gar nicht so intensiv wie zum Beispiel Google Classroom. Ja, genau. Kommt noch ein drittes Element dazu, das unabhängig von den beiden erstgenannten ist, das ist ein digitales Logbuch. Wir hatten sehr früh die Auffassung, je mehr wir das
das Lernen individualisieren und je mehr die Schülerinnen und Schüler selbstständig, eigenverantwortlich und individuell arbeiten, desto intensiver muss ja die Lernbegleitung durch die Profis sein. Und auch dafür haben wir nach einem digitalen Tool gesucht. Dieser Weg war ein bisschen holprig und ist auch immer noch nicht zu Ende. Dann haben wir erst mit einem kleinen Startup-Unternehmen zusammengearbeitet und jetzt wird es hoffentlich im nächsten Schuljahr eine Basisversion für ein digitales Logbuch geben, wo wir jetzt im Moment mit der Mutterstiftung zusammenarbeiten und einem Bonner Softwareunternehmen. Und das dann auch ein Logbuch sein soll, was nicht nur für die Helios-Schule zur Verfügung steht, sondern was frei auch von anderen Schulen dann genutzt werden kann. Ja, da entwickelt ihr sogar eigene Tools dann am Ende. Ja, das damit ist eingebunden in die Entwicklung. Spannend. Richard Hein, eine Frage, die ich stellen muss, ist, hier ein Teilnehmer schreibt sie auch im Chat, die E-Mail. Wir müssen über die E-Mails sprechen. Es ist tatsächlich doch ein interessantes Phänomen, dass wirklich eben halt viele glauben, man könne Kommunikation mit E-Mails organisieren. Und zwar in Schulen, Hochschulen, Betrieben, Erwachsenenbildung, wo auch immer. Lass uns kurz sagen, warum das nicht funktioniert. Ja, da darf ich vorher noch was zu der Plattformlösung sagen, zu dem, was Andreas gesagt hat. Wir haben tatsächlich in der Entwicklung der Schule am Anfang auch ein anderes System ausprobiert und haben dann gemerkt, es ist einerseits es war ein System, das die U-Cloud, die von einem kommunalen Dienstleister zur Verfügung gestellt wird, die wahrscheinlich für viele Schulen am Anfang hilfreich ist, weil man einfach Dropbox hat und dergleichen, die aber einfach vom Umfang her sehr, sehr eingeschränkt ist und was man einfach nicht miteinander vergleichen darf, ist, wenn manche Bundesländer, manche Kultusminister sagen, wir haben doch eine Landescloud und dann sagen, das ist eigentlich das Gleiche wie diese professionellen Systeme, die von großen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Da sind einfach große Unterschiede, was den Funktionsumfang angeht. Das ist das eine. Und dann muss man auch selbstkritisch als Land sagen, wir sind da in der Entwicklung einfach nicht so weit. Ich nehme immer so das Beispiel, wir gucken immer und sagen, die großen Systeme, die sind böse, weil die aus Amerika kommen. Wir fahren alle seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, mit Navigationssystemen durch die Gegend, die alle mit einem amerikanischen System mit GPS sogar noch vom bösen amerikanischen Militär betrieben werden. Das hat uns nie wirklich gestört. Man hat aber auf europäischer Ebene natürlich gesagt, wir machen da ein europäisches System, Galileo. Wenn wir zu einem Zeitpunkt angefangen hätten, mit Galileo zu navigieren, also der vergleichbar ist mit dem Entwicklungsstand, den viele Cloud-Lösungen der Bundesländer aktuell haben, hätten wir ein ziemliches Verkehrschaos erlebt. Ja, und wenn man das einfach so parallel sieht, zu sagen, wir müssen einfach was nehmen, was gut ist für die Schule, wo man gut mitarbeiten kann. Und auf der anderen Seite sind natürlich diese großen Systeme erstmal nicht explizite Lernplattformen, sondern es sind Arbeitsplattformen. Und das, was wir mit dem Logbuch an der Schule machen, ist zu sagen, und das wäre aus meiner Sicht eigentlich eine wichtige Aufgabe, auch für die Länder zu sagen, wo gibt es denn dezidiert pädagogische Fragestellungen, pädagogische Software, die wir brauchen, die uns kein Google und kein Microsoft dieser Welt produziert, sondern die wirklich auf einzelne Schulen angepasst sind. So, jetzt aber zurück zu deiner Frage, warum das mit den E-Mails nicht funktioniert. E-Mail ist natürlich eine wichtige Funktion, die auch in der Helios-Schule eine Rolle spielt, weil ich darüber eben Mitteilungen bekomme. Aber was zum Beispiel, ich mache einfach nur so ein paar Beispiele, die sehr offensichtlich sind. Ich kann in geteilten Dokumenten arbeiten. Das heißt, wenn ich allein uns dreien hier ein Dokument schicken würde per E-Mail und jeder bearbeitet das, schickt es mir zurück, zack, haben wir vier Versionen. Und die muss ich dann zusammenfügen. Und wenn wir mit mehr Leuten haben, seit Corona wissen wir alle, was eine Exponentialfunktion ist, dann wissen wir, was mit solchen Dokumenten passiert. Das funktioniert einfach nicht. Es geht aber eben nicht nur darum, dass ich dann in eine Mail schreibe, dann und dann ist der Termin und jeder führt seinen eigenen Kalender, sondern dass ich einen transparenten Teamkalender habe, der auch
gestaffelt sein kann. Also ich sage, ich habe einen Kalender, da sehe ich all meine Kolleginnen und Kollegen an der Schule. Ich habe auch einen, der mit den Schülern geteilt ist oder mit den Eltern geteilt ist. Also da auch einfach viel Transparenz in Prozesse zu bringen. Und jeder kennt das bei Mails. Da ging es nochmal darum, ich habe eine Mail, da steht oben drauf als Betreff Weihnachtsfeier und auf einmal geht es um die Organisation der Abiturprüfung. Das sind natürlich alles so Sachen, die nicht hilfreich sind. Und eben auch noch eine Funktionalität, die wir an der Schule nutzen oder die man in solchen Systemen nutzen kann, sind gemeinsame Chaträume, in denen ich wirklich dann auch Gesprächsverläufe nachvollziehen kann, wo ich an bestimmten Stellen Dokumente einhängen kann. Also es geht vor allen Dingen darum, einen viel transparenteren und geteilteren Arbeitsablauf zu organisieren. Und da reicht eine Mail alleine nicht. Sie ist allerdings ein wichtiges Werkzeug und auch wichtig, dass Leute eben mit einer, wenn ich an der, ich weiß nicht welcher Gesamtschule bin, auch eine E-Mail-Adresse mit, ich weiß nicht welcher Gesamtschule habe und eben nicht mit irgendeinem Web.de oder privat unterwegs bin. Ja, gut. Also dieses Tool-Thema ist sehr vielschichtig und da kann man eben halt auch sehen, ich glaube, die Entwicklung in den Bundesländern ist auch sehr unterschiedlich. Also man kann das nicht so über einen Kamm scheren. Ich glaube, dass die Länder sehr wohl auch Plattformen bereitstellen können und auch sollten. Aber man muss sich eben halt tatsächlich auch klug überlegen, wo ist es vernünftig, Standardfunktionalität bereitzustellen, wie etwa das Land NRW mit der eigenen OwnCloud-Installation ja doch eigentlich ganz erfolgreich zeigt. Aber wo ist es sinnvoll, eben vielleicht doch auch auf Standard- und Industrie-Standardprodukte letztlich zu setzen. Also das ist sicherlich ein weiterhin wichtiges Thema. Wie sieht die Infrastruktur da aus? Leider, wie gesagt, sind wir in den Bundesländern insgesamt, das glaube ich, muss man doch nüchtern sagen, nicht wirklich gut aufgestellt. Wir sind hier wirklich konfrontiert mit der Situation, dass hier doch viele Fragen doch sehr offen waren. Aber wir können an dem Beispiel eben Helios-Schule doch auch sehen, dass eine Schule sicherlich auch einen Weg finden kann, um eben halt handlungsfähig in der digitalen Zeit auch schon heute zu werden. Also finde ich doch sehr wichtig, dass man auch dieses Beispiel im Ganzen sieht. Kommen wir schon zur letzten Runde. Und die letzte Runde steht auf meinem Spickzettel hier die Frage, wie wird es danach weitergehen? Also sprich, mein Gott, vielleicht als ich die Frage notiert habe, habe ich gedacht, naja, in ein paar Wochen geht es dann irgendwie wieder weiter oder anders. Jetzt denkt man schon in ein paar Monaten. Also die ganz schlichte Frage an Andreas Nissen, gut, ihr seid sowieso schon sehr, 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 sehr weit in der Verflechtung des Digitalen mit traditionellen Settings. Ich persönlich frage mich sehr, stelle mir sehr die Frage, ist das jetzt hier ein Notfallbetrieb? Man nennt das in der Literatur Remote Teaching. Ist das ein Notfallbetrieb? Werden die Schulen dann wieder einfach zurückkehren zu ihren traditionellen Mustern sozusagen erlöst, endlich wieder den normalen Betrieb zu machen? Oder hat diese digitale Zeit jetzt in dieser Krise, hat die Einfluss auf unser Arbeiten, auf das Bildungssystem? Eine sehr schwierige Frage natürlich, aber eine persönliche Einschätzung von euch beiden würde mich zum Schluss noch interessieren. Ja, das ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Also das ist die Frage, wie viel Zeit wir noch haben, weil ich sehe da auch ganz unterschiedliche und zum Teil auch gegenläufige Tendenzen. Also was wir jetzt im Moment ja ganz aktuell sehen, dass das Agieren der offiziellen Bildungsadministration rekurriert sehr, sehr stark auf, ich sag mal, Oldschool-Elemente. Da muss, Zitat, das Schuljahr gerettet werden. Es müssen unbedingt Abschlussprüfungen durchgeführt werden. Richard hat das eben ja schon ein bisschen kritisch angemerkt, was das Abitur angeht. Die Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften, die im Moment durch die Presse geistern, die rekurrieren auch auf ein Schulmodell, was wirklich aus dem 19. Jahrhundert kommt. Also wenn ich in der Zeitung lese, dass Schulleiterinnen und Schulleiter in den letzten Tagen auf Knien durch die Schule gerobbt sind, um Einbahnstraßen abzukleben und Tische fest zu definieren. Hier sitzt Fritz, da sitzt Sabine und die bewegen sich nicht. Und ich überspitze jetzt vielleicht ein bisschen, aber das fokussiert im Moment sehr stark auf ganz, ganz traditionelle Elemente. Das ist die eine Tendenz. Und auf der anderen Seite
merken natürlich viele oder wahrscheinlich alle Familien, die jetzt die Kinder zu Hause sitzen haben, wie essentiell die Kompetenz der Selbstorganisation, des selbstständigen Lernens ist. Und merken dann auch, wo sind Kinder darauf vorbereitet und wo fehlen ihnen da auch noch Tools. Also da sind, glaube ich, jetzt im Moment so ganz gegenläufige Tendenzen unterwegs. Es gibt ein paar Aspekte, die ich vor allem so unter der Überschrift der Chancengleichheit oder auch der Inklusion, der Barrierefreiheit sehe und manchmal auch ganz überraschende Beobachtungen, die da zu machen sind. Ich habe zum Beispiel einen Schüler erlebt, der aufgrund seines Verhaltens es oft nicht schafft, länger als 10, 15 Minuten in einem analogen Gruppenkontext zu sein. Also in der Stammgruppenzeit, die morgens bei uns immer von 8:30 bis 9 Uhr stattfindet, schafft er es oft nicht, länger als 10 Minuten drin zu sein und ist dann wieder raus und hat dann auch keine Teilhabe mehr an der Gruppe. Wenn er jetzt von außen sozusagen mit seinem iPad am Stammgruppen-Videochat teilnimmt, ist dieses Problem in dieser Intensität nicht vorhanden. Dann kann der Schüler auch eine halbe Stunde sitzen und kann sein eigenes Verhalten kontrollieren, sprengt nicht den Gruppenzusammenhang und hat somit eine andere Möglichkeit der Teilhabe. Oder ein anderer Schüler, den ich auf der Straße getroffen habe, der mir erzählt hat, wie toll er jetzt den Videostammgruppenchat findet und dass er festgestellt hat, dass die Kinder sich da viel besser an die Gesprächsregeln halten, weil sie ihre Mikrofone aushaben und nur dann das Mikrofon anmachen, wenn sie dran sind, wenn der Gesprächsführer, das kann ja auch ein Schüler oder eine Schülerin sein, sie drangenommen hat. Und er machte dann den Vorschlag, ja, wie wäre es denn, wenn wir den Stammgruppenchat künftig immer digital machen würden, auch wenn wir in der Schule sind. So, also das sind einfach, da tun sich plötzlich Dimensionen auf, die wir vorher gar nicht so vermutet haben. Was sich sicherlich in der Schullandschaft jetzt ja entwickeln wird, ist tatsächlich ein Schub, was die Digitalisierung im Sinne der Hardware und der Ausstattung auch der Kinder mit mobilen Endgeräten angeht. Auch das ist ein Aspekt von Chancengerechtigkeit. Also, dass bei uns alle Kinder die iPads mit nach Hause nehmen können und eben nicht nur die jetzt im Moment eine Chance haben, die zu Hause eine Tippitoppi-Ausstattung haben, das finde ich ist schon ein ganz zentrales Moment. Inwiefern sich wirklich Lernformen grundlegend ändern, die dann das digital gestützte, individualisierte Arbeiten stärker in den Blick nehmen. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das wirklich die Entwicklung ist oder ob wir alle froh sind, wenn Corona vorbei ist und dann fliegen wir wieder durch die Gegend und dann machen wir wieder Schule, wie sie immer war und gehen halt auch wieder ins Stadion, weil alles vorher auch ganz gut geklappt hat. Mhm. Richard, deine Einschätzung? Ja, das ist in der Tat ganz spannend und ich glaube, was uns in dieser ganzen Diskussion fehlt, ist eigentlich eine gute Gesamtstrategie. Wir haben eben am Anfang gesagt, dass das die Schule nach ein paar Überlegungen von Kersten Reich arbeitet und irgendwer hörte, dass ich mit Kersten Reich zusammenarbeite und mit der Schule und dann sagte der, aber Moment, der Kersten Reich, der macht doch Inklusion und ihr macht doch Digitalisierung. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wo ist die Frage? Oder gerade deshalb arbeiten wir zusammen. Wir sehen gerade viele Maßnahmen, die ergriffen werden von der Politik, die vermeintlichen 150 Euro für digitale Ausstattung von ärmeren Kindern, die jetzt auf die aktuelle Situation reagieren, die aber eben nicht schauen, was passiert eigentlich langfristig. Die Forderung, jedem Kind einen Laptop zu geben, hat, ich glaube, es war Frau Bullmann in den 2000er Jahren schon gemacht. Also wir wissen eigentlich ganz viel. Wir wissen eigentlich auch ganz viel darüber, wie wir eigentlich Lernen gestalten müssten. Und da auch zu sagen, diese Fragen, wie gehen eben andere Unterrichtsformate, wie geht eben eine Schwerpunktsetzung eher auf den Beziehungsaufbau und so weiter, das zusammenzubringen mit dem Digitalen. Weil wir haben auch viele digitale Schulen, die aber eigentlich noch einen sehr klassischen Unterricht machen. Ich habe es eben schon mal gesagt. Und jetzt in der Situation merkt man dann auch, wie brüchig diese Systeme sind. Also ich glaube, wir müssen, und da ist eigentlich Politik gefordert, und das macht es dann auch wieder so ein bisschen, macht mich dann wieder so ein bisschen skeptisch, eigentlich dahin kommen, dass wir sagen, wir müssen uns grundsätzlich strategisch überlegen, wo wollen wir mit unseren Schulen hin,
damit wir nicht irgendwann einfach gut digitalisierte Schulen haben, sondern Schulen haben, die in diese digitale Zeit passen. Da brauchen wir wieder das Learning Lab als Einrichtung, die auch solche Konzepte mitentwickelt und unterstützt uns bereit. Da fühlen wir uns natürlich gut aufgehoben. Aber ich meine, ein wichtiger Punkt der da, glaube ich, nochmal deutlich wird, ist, Bildungsgerechtigkeit ist tatsächlich ein Thema. Es ist ganz klar, dass eben halt jetzt die Kinder und Jugendlichen unterschiedlich mit dieser Situation umgehen können. Aber ich glaube, es ist doch auch wichtig zu erwähnen, dass das Ganze nicht nur ein Ausstattungsproblem ist. Also sprich, wenn ich jetzt allen Kids ein Tablet nach Hause schicken würde, dadurch ist das Problem doch nicht bewältigt. Im Grunde genommen braucht es doch die richtigen pädagogischen Konzepte, um damit umzugehen. Also in dem Fall eben in beispielsweise Inklusion mit Digitalisierung oder Bildungsgerechtigkeit mit Digitalisierung wirklich in Einklang zu bringen, bedeutet eigentlich doch eine pädagogische Herausforderung und ist im Kern eigentlich nicht wirklich nur eine Ausstattungsfrage. Damit sind wir eigentlich wieder fast am Anfang angelangt, denn die Bildungsgerechtigkeit, da bin ich fest von überzeugt, braucht tatsächlich Beziehungen. Und zwar Beziehungen in einem multiprofessionellen Kontext. Also wir können Kinder aus weniger privilegierten Kontexten nur dann wirklich gut unterstützen, wenn wir das multiprofessionell tun. Wenn wir da braucht man sicherlich auch einen erhöhten Personaleinsatz, weil man da eine intensivere Betreuung braucht. Wir nehmen jetzt wahr, dass es viele Kinder gibt, die kommen gut mit ihrem sogenannten Homeschooling zurecht. Die haben Ruhe, die haben einen eigenen Arbeitsplatz und die haben vielleicht auch keinen Stress zu Hause. Das geht übrigens quer durch auch unterschiedliche Milieus. Aber wir erleben eben auch Kinder, die genau das nicht haben. Und das kriegst du ja nur geändert durch eine intensive Betreuungs- und Beziehungsarbeit. Und damit sind wir wirklich wieder beim pädagogischen Kern der ganzen Angelegenheit. Wenn über digitale Medien funktioniert und dass die dabei hilfreich sind, das, glaube ich, ist natürlich auch ein wichtiges Fazit. Das ist ja auch so eine Erfahrung, die wir machen, wenn wir in Schulen kommen und die sagen, komm doch mal vorbei und zeig uns mal, wie das mit der Digitalisierung geht, damit dann mein Deutsch, mein Mathe, mein Englischlehrer weiß, wie er demnächst seinen Deutsch, Mathe und Englischunterricht digital machen kann. Und wenn man dann anfängt, mit den Leuten zu arbeiten, dann kommt langsam so bei denen die Erkenntnis, es geht gar nicht nur darum, diese Technik auszubreiten, sondern auch zu überlegen, wie ich damit arbeite, wie ich damit eben auch als Lehrerteam einzelne Schüler im Blick haben kann und nicht eben immer als einzelner Lehrer eine ganze Klasse. Also ich glaube, dieses Mengenverhältnis, das ist was sich da ganz stark umkehrt. Das ist aber eine Erkenntnis, die viele in diesem Digitalisierungsprozess erstmal nicht haben, sondern man denkt einfach, ich kann es, was Axel Kommer dann immer so plakativ als palliative Didaktik bezeichnet, zu sagen, ich muss jetzt nur Whiteboards aufhängen und Tablets verteilen und dann wird es schon modern. Und das greift einfach definitiv zu kurz. Und ja. Das Schöne ist ja, am Anfang ist das für viele Schulen erstmal eine Herausforderung, zu sagen, ich muss mich da als Schule zusammensetzen. Aber wenn die sich auf diesen Weg einlassen, merkt man auf einmal, dass es Arbeit ist, dass es anstrengend ist, dass es aber auch zu einer erhöhten Selbstwirksamkeit und Zufriedenheit bei den Lehrkräften führt, weil sie merken, dass sie sich nicht mehr so alleine gelassen in ihrem 45-Minuten-Käfig-Fachunterricht wiederfinden. Gut, also ich glaube, da haben wir doch jetzt einfach mal so ein paar Perspektiven auf diese Thematik im Kontext der allgemeinbildenden Schule geworfen. Erstmal danke für diese Runde und ich würde dann auch die Aufzeichnung beenden.